Herzlich willkommen, eine neue Folge Let's Play Civilization 5. Schnell jetzt hier im Kampf gegen die Chinesen, wir haben hier gut aufgerüstet, werden in dieser Folge jetzt die chinesische Städte hoffentlich hier erobern. Wir werden es auf jeden Fall sehen, ob es klappt. Wir ziehen jetzt mal unsere Einheiten vor. Da ist noch eine Bogenschützeneinheit in der Stadt verschanzt. Dann müssen wir auch gleich bis hier hinlaufen, damit der nachziehen kann. Wir haben noch zu wenig Platz, würde ich sagen. Unsere ganzen Einheiten hier. Und damit kann er natürlich nicht schießen. Dann ruhe ich erstmal eine Runde aus. So, hier kann man schon in die Stadt angreifen. Hat den auch nicht so wirklich viel gebracht. Mal sehen, dass wir mit den Katapulten hinterherkommen. Ich kann aber nicht reinfahren, weil Zweifel mit einem weggehauen. Vielleicht, wenn die jetzt zu doll angeschossen sind, tausche ich die einfach mal mit dem Katapult. Ich denke, das wird die richtige Variante sein. Das war klar, der kann nicht so weit angreifen. Kann ja nicht schaden. Nochmal nachdenken. Erst nochmal mehr. Und jetzt hier angreifen. Die tauschen mal Position. Fernangriff in Stellung bringen. Schützen wir von dieser Seite das Katapult, aber können dann jetzt auch von hier angegriffen werden. So, jetzt haben wir die Katapulte auch hier beide gleich in Stellung. Hier wollen wir noch nicht hin, ne? Das lassen wir lieber nochmal. Was denn? Was ihr gemacht habt. Hier haben wir jetzt noch einen Armbrustschützen. Das wird der erste für diese Stadt sein. Oder nichts tun. Oder ne, kann ich einfach mal testen, der angegriffen wird oder ob er einen von den anderen Einheiten angreift. Nächste Runde. Nervt in dieses Feld jetzt immer. Das war ganz gut. Das war nicht so gut. So, Porzellanturm. Wir müssen uns jetzt aber gerade erst nochmal. Sofortheilung ist erstmal wichtig. Kriegen wir doch hier auch mal ein bisschen was geschafft. Ja, Chengdu. Dass man nicht gleich unsere Stadt sein wird. Aber der muss heilen. Der kann hier angreifen.
Könnte ich machen, macht aber wenig Sinn. Also bleibt er in Bereitschaft. So, hier haben wir noch einen Armbrustschützen. Was haben wir hier? Jo. Neue Technologie entdeckt. Und zwar natürlich das Beste hier, Bankwesen. Wir kommen in der Renaissance. Ja, jetzt sind wir auch in der Renaissance. Gut, dann hängen wir nicht mal so weit zurück. Neues Bauprojekt. Gold haben wir noch ganz gut plus pro Runde. Machen wir erstmal ein bisschen was. Ein Tempel bringt einen Zufriedenheitspunkt. Wir laufen schon wieder ein bisschen Gefahr hier mit unseren nur 3 Zufriedenheit. Stadtstaatennachricht. Ja, weiß ja auch nicht, was die wollen. Ist auch erstmal egal. Wir konzentrieren uns hier weiter. Er muss heilen. Ich hoffe, das schafft er und wird nicht jetzt weggebombt von der Stadt. Köln. Kann auch gut was fürs Geld schon, ne? Oh, 7er Stadt. Markt ist gut. Ab in die nächste Runde. Oh, das war unsere erste Angriffsrunde. Das lief doch schon mal ganz gut. Mit den Katapulten nochmal auf die Stadt losgehen sozusagen. Den Bogenschützen. Die chinesische Einheit angreifen. Ja, ich weiß gar nicht, worauf wartet das. Das Pferd hat noch irgendwie gestreikt. Es wollte noch Befehle von uns erhalten, hat aber keine Befehle gekriegt. So. Ja, geht voll nur auf die los hier. Fast fies. Aber sie haben überlebt und werden natürlich gleich aus Stadtgebiet rausgezogen. So, größer Ingenieur in Berlin. Da müssen wir irgendwo wieder ein Wunder ansetzen, in Berlin am besten. Wenn der Hafen gebaut ist. Und dann können wir den Ingenieur nutzen, um das Wunder wieder zu beschleunigen. So, erstmal nehmen wir unsere Katapulte. Bogenschützen. Ist erstmal außer Reichweite. Ist erstmal nichts in Reichweite. Das ist eigentlich die beste Variante. So, würden wir nicht ganz schaffen. Würden wir auch nicht ganz schaffen. Aber wir müssen ja vorankommen. Wir warten eine Runde. Das kann, wie gesagt, uns nicht umbringen. Dann stellen wir mal dahin, damit wir den sehen und lassen die Runde ausruhen. So, ihr bleibt auch erstmal in Bereitschaft. Nächste Runde. So, da kommen die nächsten Bogenschützen. Mal wieder hier in Stellung. Das war dann doch ein bisschen blöd. Aber der heilt. Zumindest plus ein. Notre Dame ist in einem fernen Land gebaut worden.
Das finden wir ja nicht so gut, ne? Oh, die Einheit hat's leider da hingerissen. Die Chinesen schlagen zurück. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir hier Land gewinnen. Also mal diese Stadt einnehmen. Müsste jetzt aber auch eigentlich klappen. So, das versuchen wir jetzt aber mal. Das können wir, schafft ihr doch. So, annektieren. Danke. Das soll natürlich erstmal Unzufriedenheit in unser Land bringen. Kann ich auch verstehen. Aber jetzt ja nix. So. Weiter geht's. Bringen wir mal hier die nächste. Wo müssen wir angreifen? Bevor die es tun. Strahlt keine Gefahr mehr aus. Die haben wir vernichtet. Machen jetzt hier erstmal schon mal weiter. Was können wir denn hier wählen eigentlich? Das dauert alles ewig. Die brauchen irgendwas erstmal für Zufriedenheit oder so. Ja, da haben wir eine Einheit verloren. Und da ist uns was geklaut worden. Hamburg. Hamburg baut die Bank. Universität. Aquädukt. Dauert nicht so lang. So, das Ritter kann sich erstmal kurz heilen. Mit dem müssen wir auch weiter. Das war nämlich hier der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Man muss dringend heilen. Auch in die nächste Runde. So, jetzt ist er auch wieder grün. Ist ganz gut, wenn man die Einheiten immer rauszieht, so im Kampf, damit die weiter heilen. Nein, danke. Wir sind derzeit nicht an Frieden interessiert. Hier mussten die Chinesen haben uns ein zweites Mal angegriffen. Das nehmen wir denen jetzt natürlich übel. Wir zeigen es denen auch mal ein bisschen. Eine Stadt haben wir hier schon gekriegt und die zweite kriegen wir jetzt auch noch. Sage ich einfach mal so. So, angreifen. 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 Okay, das war doch ein Treffer. Muss auch erstmal ein bisschen heilen. So. Hier haben wir jetzt einen großen General. Der mit ins Kriegsgebiet läuft. Das können wir in Berlin. Eine Stadt auswählen. Und dann können wir
goldenes Zeitalter ein. Nee, wir machen Produktbeschleunigung. So. Wir wählen Forschung. Theater. Das ist auch wichtig. Langschwertkämpfer, falls wir noch weiter so müssen wir mal gucken. Wir müssen ja mal sehen, dass wir hier mehr Städte kriegen. Für doch einen hier unten unsere Stadt. Die könnte man mal, können wir mal irgendwas kaufen, um die ein bisschen schneller zu entwickeln. Ist ein bisschen klein hier unten. So, da haben die Chinesen mal ein bisschen zurückgeschlagen. Deutlich weniger Unzufriedenheit durch unser neues Wunder, was so schnell ging. So. Ja. Das war ein guter Treffer. Hoffentlich gleich der nächste gute Treffer. So, in Stellung bringen und ab dafür. Stellung bringen und ab dafür. Oh, jetzt brauchen wir Landeinheiten irgendwie, ne? Haben wir hier aber gerade nicht zur Verfügung. Nehmen wir mal das Pferd. Bleibt erstmal da. Die müssen außer Reichweite. Und am besten ein eigenes Gebiet. Dort heilen die ja schneller. Von hier komme ich nirgends so hin. Naja, verheilen so, Produkt wählen. Berlin. Muss man auch was für die Forschung tun, glaube ich. So, man muss ja schneller forschen. Ne, wir brauchen jetzt endlich ein Boot. Das ist ja überhaupt was. So. Nächste Runde. In der wir die zweite Stadt der Chinesen einnehmen werden. Reite mal wieder zurück. So, Nanjing. Nehmen wir Chengdu eingenommen haben, nehmen wir jetzt Nanjing ein. Kassen geplündert, neue Militäreinheiten gekriegt. So, das war doch schon mal gut. Die ersten zwei Städte hier, das soll aber glaube ich gar nicht, vielleicht noch gar nicht das Ende gewesen sein. Aber die Einheit muss ich jetzt hier erstmal verschanzen, mit denen laufen wir weiter. Guck mal, was uns hier noch so erwartet.
Das sieht sehr gut aus. Hier machen wir jetzt auch erstmal einen Moment. So, Produktion wählen. Eine Bank. München kann auch wieder bauen. Vielleicht mal was für die Zufriedenheit tun. Zirkus. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und ein goldenes Zeitalter jetzt in Kriegszeiten kann auch nicht schaden. So, wir haben ganz gut Gold. Essen muss jetzt mal ein bisschen vorangebracht werden. Ja, auf in die nächste Runde. Plus 51 Gold machen wir jetzt. Kathmandu ist uns nicht mehr so positiv gesonnen. Die Stadt München liebt den König. So, Gewürze, Gewürze. Hat ein bisschen Zufriedenheit gebracht. Essen hat etwas gebaut. Oder als nächstes mal Werkstatt. Ne, ein bisschen was zu viel Zufriedenheit. Was nicht so lange dauert. Ein bisschen was für Geld, damit wir jetzt richtig expandieren können. So, wer ist denn das hier, das Katapult? Muss man irgendwie dahin. Dann kann befördert werden mit Sofortheilung, dann würden wir natürlich schneller vorankommen. Hat auch mal wieder was gebaut. Was für Zufriedenheit müssen wir machen. Das gibt's hier. Seile. Ja, da haben sie auch schon irgendwie einen Reiter. Ist immer ein bisschen eng, ne? Wenn man so viele Einheiten hier durch die Gegend reist. Ist das ein bisschen eng. So, Frankfurt. Ein bisschen was für die Forschung. Oder ein bisschen was für die See. Also weit kann man ja nicht schießen. Also modernisieren. Natürlich nicht schaden. Ne? So, vielleicht auch mal hier hochfahren. Sollen wir hier mal weiter gucken, was uns hier noch so erwartet an Land. Bautrupp haben wir auch mit eingenommen. Den lassen wir mal automatisch modernisieren. So. Vollständig geheilte Armbrustschützen. Nächste Runde. Ja, machen wir doch Katharina. Da haben wir kein Problem mit. Dann jetzt greifen sie hier natürlich an, aber es war nicht so schlimm. Haben mehr uns nicht erwartet. Aber brauchen wir keine Angst haben. Das passt, von hier kann man angreifen. Dann gehen wir lieber erst nochmal einen weiter. Uns auch angreifen. Den können wir auch noch angreifen. Und
Den kann man nicht mal angreifen. Mit dem kommen wir irgendwie auch nicht irgendwie weiter, müssen wir darüber fahren. Das ist ja nix. Auf in die nächste Runde. So, was haben wir denn noch? 7 Jahre goldenes Zeitalter. Unzufriedenheit gerade immer noch ein bisschen. Durch das goldene Zeitalter haben wir jetzt auch einen Goldschub. So, Einheit Beförderung. Wo steht der? Das wird nämlich jetzt auch gleich wieder dein Ziel sein. Das sieht auch schon mal gut aus. Gucken, was der so schafft. Unser neuestes Katapult. Wo schafft was? Ach, die zurückziehen wir blöd. Machen wir hier lieber noch weiter. Jetzt müssen wir echt mal wieder ein paar Bodeneinheiten hinterher kriegen. Können, ein Tempel für die Zufriedenheit. Essen. Eine Werkstatt für die schnellere Produktion. Damit diese Stadt hier auch schnell wächst und gedeiht. Dann muss hier noch eine Stadt hin. Wo hier, damit das sich so dann auch verbindet. Die sind uns ja nicht mehr so positiv gesonnen. Dann soll das vielleicht auch deren Ende gewesen sein. Aber was genau, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich danke euch.